Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Lubbes Lernstunde und erstmal von unsererseits ein frohes, gesundes neues Jahr, genau. 2018. Das wird unser und euer Schachjahr, haben wir uns jetzt einfach mal so vorgenommen. Das wird so, genau. Und damit das auch gut läuft, werden wir natürlich mit unseren Trainingslektionen fortsetzen. Heute Lektion Nummer 68. Läuferopfer auf H7 Nummer 2, das heißt, wir knüpfen quasi nahtlos an 2017 an. Ja, an die Show vom ersten Weihnachtsfeiertag, die ihr sicherlich alle direkt dann gesehen habt. Ja. Und zwar, was haben wir gemacht letzte Woche? Läuferopfer auf H7 Teil 1, da ging es hauptsächlich darum, was ihr beachten müsst, was für Hauptverteidigungsressourcen es gibt, wenn der König auf G8 zurückzieht, nachdem er das Läuferopfer angenommen hat und welche Möglichkeiten es gibt, ihn dann matt zu setzen, wann der König entkommen könnte und ja, was für Motive es gibt, seine Figuren dann noch heranzuziehen und matt zu setzen. Und am Ende der Lektion, letztes Mal, haben wir euch eine Übersicht an die Hand gegeben, so Indizien, wann könnte das klappen, wann muss man vorsichtig sein, wann könnte der König dann doch noch entkommen, irgendwie über F8, E7. Und heute wollen wir anknüpfen und nochmal ein bisschen genauer beleuchten, das haben wir letztes Mal zwar auch schon am Rande gemacht, was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn das Läuferopfer auf H7 kommt, ja, wann müssen wir besonders vorsichtig sein, wann könnte der König auf H6 vielleicht doch sicher sein, auf G6 und welche Ressourcen benötigen wir, um den König auf G6 oder H6 dann doch noch irgendwie einzufangen und das Figurenopfer zu rechtfertigen. Genau, Ziel der Lektion soll es auf jeden Fall sein, dass ihr mit diesem Motiv Läuferopfer auf H7 vertraut seid und auch alle Verteidigungsressourcen kennt und natürlich auch die Angriffsmöglichkeiten. Da gibt es ja auch verschiedene Formen, wie man dieses Läuferopfer dann weiterführen kann. Und allgemein in den Angriffsblocks, ihr seht es hier in der Übersicht über uns, haben wir ja in den ersten Angriffsblocks, das sind immer die roten, die mit den roten Ziffern, haben wir erstmal so allgemeinere Sachen gemacht. Angriff auf den unrochierten König oder auch Bauernangriff, Figurenangriff, das sind ja eher so allgemeine Angriffsthemen oder auch Variantenberechnungen, Angriffsopfer etc. Und jetzt in den nächsten Angriffsblocks und vor allen Dingen auch Lektionen werden wir uns gezielt mit einzelnen Motiven beschäftigen, ne? Wie jetzt zum Beispiel dieses Läuferopfer auf H7. Einfach, dass ihr immer sicherer werdet, immer mehr Motive auch kennt und die vor allen Dingen dann auch gut kennt, ne? Nicht nur einmal kurz zeigen, sondern auch mit mehreren Beispielen, genau, uns damit beschäftigen. Ja. Und so Ach machen so. Wir es auch heute. Ja. Ja, genau, wieder mehrere Beispiele. Haben euch da verschiedene Aufgaben rausgesucht und ihr kennt es bestimmt noch. Wir machen es immer so, dass ihr natürlich auch gerne mitmachen dürft, sollt. Auf jeden Fall, ja. Wir bitten darum sogar. Macht mit, ihr kriegt unser Feedback und wir starten, würde ich sagen, für heute. Genau. Für all diejenigen, die vielleicht jetzt seit Weihnachten oder seit heute frisch dabei sind, die das als Weihnachtsgeschenk bekommen haben oder sich das jetzt im neuen Jahr frisch vorgenommen haben, gerne immer eure Fragen stellen. Das ist eine interaktive Show. Davon lebt die. Deswegen. Auf jeden Fall. Und scheut euch nicht, eure Lösung im Chat zu schreiben. Macht auf jeden Fall mit und schreibt uns auch gerne bei Chess24 persönlich an oder über unsere Homepage, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt. Und ja, ich habe da jetzt dran, stimmt, kann sein, dass einige neue dabei, ja, sind. Wäre natürlich immer schön. Gute Vorsätze, ne? Im neuen Jahr. Ja, wieder Schach trainieren. Das steht bei uns auch auf der Liste. Also nicht mal wieder Schach trainieren, sondern ein bisschen mehr trainieren. Genau, und deswegen gehen wir auch kurz erstmal auf die Chatbeiträge ein. Nee, heute ist nicht Opfer auf H2, sondern wieder auf H7, aber eben andere Verteidigungsressourcen. An Bauernwalze, der die Frage gestellt hat. Tatsächlich? Das war ein Scherz von ihm. Letztes Mal auf H7, machen wir heute auf H2. Ich dachte, das wäre eine ernste Frage gewesen. Also ihr seht, wir beantworten alles.
Und an Torjäger wollte ich auch noch beantworten, das Thema asymmetrische Figurenverhältnisse steht auf unserer To-Do-Liste. Wir haben so eine Auflistung an Themen, die wir auf jeden Fall noch in der Zukunft machen wollen. Steht das mit drauf? Wann genau das kommt, wissen wir noch nicht genau. Ich glaube nicht in der allernächsten Folge zum positionellen Spiel, aber es wird auf jeden Fall kommen. So. Okay. Dann starten wir durch mit dem Läuferopfer auf H7. Teil 2. Ihr seht die erste Aufgabe und eure Aufgabe ist es selbstverständlich, das Läuferopfer auf H7 durchzurechnen und das Ganze möglichst bis zum Ende zu führen, die Verteidigungsressourcen für Schwarz alle zu sichten und die Varianten durchzugehen, bis ihr ja ein Ergebnis habt an der Stelle. Genau. Am besten, wie immer, vollständige Varianten schreiben, aber natürlich auch, wenn ihr an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterkommt oder so, dürft ihr natürlich auch eure Zwischenlösungen uns mitteilen. So, und ich habe hier auch schon meinen Vorsatz, Großmeister 2024, naja, mit IM wäre ich auch schon mal zufrieden. Das ist lange hin, also 5 Jahre noch. Na du, das geht schnell um. Ich hatte vor 10 Jahren schon deutlich mehr Elo als jetzt. Kleiner Hinweis an Mahlzeit. Der Stream, wenn der bei dir öfter abbricht, versuch mal die Qualität runterzustellen. Vielleicht ist deine Internetgeschwindigkeit nicht ganz so schnell. Und wenn du die runterschraubst, dann sollte es flüssiger laufen. Zwischenlösung, Läufer H7 weiter als er noch nicht. Ja, lasst uns auch mit Humor ins neue Jahr starten. Ja. Achso, für alle, das Feedback, was gerade reinkommt mit Stream ist okay und so, das ist schön zu wissen. Wir haben es jetzt einfach mal heute testweise angesetzt, die Videoqualität noch weiter zu erhöhen. Das Video ist jetzt in, was ist das, 1080p oder so. Also letztes Mal hatten wir ein 720p, das heißt wir brauchen natürlich entsprechend höheren Upload. Haben wir aber, müsste eigentlich funktionieren und wenn das bei euch mit der Downloadrate klappt, dann ist das super. Also gerne das Feedback nehmen wir gerne an. Ja. Und sagt doch, ob ihr überhaupt einen Unterschied seht. Akustik ist wahrscheinlich immer noch etwas hallend, aber da haben wir bereits Maßnahmen ergriffen in Form von Online-Bestellungen und sobald es eingetroffen ist, sollte es besser sein. Panikpanther, der Name ist neu. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, schön, dass wir dabei kennen bist. Doch unsere Pappenheimer hier schon so ein bisschen und freuen uns natürlich immer, wenn wir neue Namen lesen. Okay, Torjäger setzt die erste Variante vor. Läufer schlägt H7, wir gehen es gemeinsam durch. König schlägt H7, sicherlich die kritische Variante. Man könnte noch anmerken, König H8 und dann wie es weitergeht, ob man einfach zurückzieht, sicherlich plus minus dann. Springer G5 Schach, König G6, natürlich König G8 eine Nebenvariante, König H6 hier auch eine Nebenvariante, die man aber schnell lösen kann. Aber bleiben wir bei seiner Variante, König G6, H4, F5, H5, König F6, Springer H7, Schach besser für Weiß. Wäre ich mir nicht so sicher, ob das wirklich besser ist für Weiß. Vom reinen Materialverhältnis haben wir am Ende der Variante einen Turm und einen Bauern für Weiß mehr und 2 Figuren für Schwarz. Ob das unbedingt besser ist, bin ich mir nicht ganz so sicher. Genau, da können wir nochmal nach Optimierungen suchen. So, Raymond sagt, hier muss man doch gar nicht rechnen. Der Springer kann auf G5, die Dame kann nach H5, Turm E3 kann schwenken. Eigentlich alle Voraussetzungen, die Nikolas letzte Woche angesagt hat. Da hat jemand gut aufgepasst. Sehr aber schön. Aber wir haben ja diese Woche noch einen kleinen Zusatz, dass wir nämlich noch andere Verteidigungsressourcen für Schwarz prüfen. Genau, also was die Varianten angeht mit Springer G5 Schach, König G8, Dame H5, hast du völlig recht, es gibt keine Verteidigung mehr. Wichtig an der Stelle ist noch, es kann kein Springer nach F6 ziehen, dementsprechend König G8 als Verteidigung scheidet aus, insbesondere sowas wie Turm E8 am Ende, kommt Dame schlägt F7 und der Turmschwenk ist völlig richtig.
König G6 wollen wir jetzt natürlich noch einer Lösung zuführen. Okay, Zugerzwinger schreibt nur die weißen Züge auf. Das ist dann auch eine Herausforderung oh, für ja, uns, das das nachzuvollziehen. Aber wenn du Dame H5 spielst nach Springer G5, dann gehen wir davon aus, dass du auch in der König G8-Variante bist. Da denke ich, habt ihr alle völlig recht. Die ist relativ einfach hier, weil die Voraussetzungen gegeben sind. So. Hat jemand König G6? Also Torjäger hat es mit H4. Endbeurteilung würde ich da aber sagen, nicht zwangsweise besser für Weiß. Dementsprechend bin ich gespannt auf die erste Lösung, wie es neben H4 auch noch weitergehen könnte. Herbert widmet sich nochmal der König G8-Variante. Sieht soweit auch ganz gut aus. Genau, aber TFP nennt es auch nochmal, König G6 dürfte die kritische Variante sein. Korrekt. Herbert hat außerdem übersehen, dass Dame schlägt G7 kein Matt ist, denn der König kann auch nach D6. Das wird zwar auch schnell vorbei sein, aber König G6, kritische Variante. Pater Kater, wenn der Stream bei dir ruckelt, probier es mal damit, die Videoqualität runterzustellen. Auf 720 oder 540p, musst du mal probieren, was deine Downloadgeschwindigkeit hergibt und gib dann bitte Feedback, ob es besser geworden ist bei dir. So. Wir haben jetzt noch neue Ideen in der König G6 Variante. Da wurde damit D3 vorgeschlagen, ich vermute mal direkt nach König G6. Aber auch damit G4. Und das hat genau. TFP da vorne gemerkt, Dame G4 ist zu prüfen, genau das, Dame G4 ist zu prüfen. F5 hat er auch völlig richtig gesagt, nach drittens F5 könnte der König eventuell nach F6, über F6 verschwinden. Also F5, durchaus sinnvoller Zug, das ist die kritische Variante, die ihr nochmal ein bisschen weiter durchdenken müsst, insbesondere König F6 im nächsten Zug. Also ich würde es jetzt konkret machen, rechnet mal bitte an folgendem: Läufer schlägt H7. König schlägt H7, Springer G5 Schach. Genau, König G8 haben wir ja schon festgestellt, funktioniert nicht. Okay, können wir abhaken. König also H6 gibt es zur Not, Springer schlägt E6 Schach mit Damengewinn, ist raus. König G6 habt ihr schon gesagt, kritisch. Dame G4, F5. So, dann sollte der erste Zug sein, den wir prüfen, Dame G3. Wir behalten die Drohung aufrecht, mit dem Springer abzuziehen. Und jetzt der Vorschlag König F6. Und versucht mal erstmal bis dorthin zu kommen, blind, ohne die Figuren zu ziehen und dann noch eine Lösung zu finden. Achso, da kommt auch schon. Achso, das ist aber der Vorschlag, direkt auf F5 Springer schlägt E6 zu spielen, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Nee, von Torjäger. Achso, nee, ich war bei Zugerzwinger. Ja. Torjäger hatte ich. Ich glaube, Zugerzwinger, du übersiehst bei deiner Variante F5, Springer schlägt E6, Schach. Ich glaube, du übersiehst, dass F schlägt G4 kommt, denn der F-Bauer ist nicht gefesselt vom Läufer D3. Ah, Moment, D3 aber vielleicht ist Zugerzwinger auch noch in der Dame D3-Variante. Weil er, glaube ich, vorher mit TFP in der Dame D3-Variante weitergerechnet hat. Das könnte sein, dass wir das jetzt falsch verstanden haben. Ja, okay. Deswegen am besten immer nochmal alle Varianten aufschreiben, auch wenn es natürlich für euch ein bisschen umständlich ist, aber so können wir immer ganz genau Feedback geben. Aber Torjäger hat die Lösung im Prinzip raus und ich denke, das können wir jetzt auch für ja. alle mal schreiben oder ziehen. Also Läufer schlägt H7, geht hier auf, denn Springer G5. Wir hatten es schon mal, König G8 können wir nochmal gerne angucken. Dame H5, Turm E8, einziger Zug, der das Matt verhindert und nicht gleich die Dame gibt. Das ist ja klar, dass das nichts mehr wird. Und dann kann man zum Beispiel auf F7 nehmen, Turm E3 spielen. Einzige Variante, die man hier noch rechnen muss, und deswegen wollen wir auch diese Variante mit euch durchgehen, ist nämlich E5, verhindert Turm H3. Hier sollte man noch sehen oder vielleicht auch mal gesehen haben, dass man hier trotzdem sehr, sehr stark fortsetzen kann, und zwar mit Turm G3. Die Idee, man muss immer anfangen mit einer Idee. Wenn Weiß nochmal am Zug wäre, was würde kommen? Es würde Springer E6 kommen. Und
die Dame hängt, es hängt auf G7 und Springer E6. Wenn dann Damenzug kommt, blockiert die Diagonale des Läufers, weswegen dann Turm H3 auch droht. Also Springer E6 mit multiplen Mattdrohungen sozusagen. Und wenn man sich... MFU. Nee, Mufu. Multifunktion. Mufu zu. Und wenn man jetzt anfängt, nach Lösungen zu suchen für Schwarz, die das Ganze verteidigen sollen, dann, weiß nicht, kommt mir zum Beispiel Dame E7 in den Sinn, aber Dame E7 blockiert das entscheidende Fluchtfeld für den König und hier würde jetzt wieder dieses Mattmotiv greifen. Dame F6, naja, würde den Turm auf E8 stehen lassen, was sofort Grundlinie matt ist nach Dame F8. Also, dieses Motiv wollen wir euch nochmal gezeigt haben mit Turm G3. Turm F3 stattdessen war eine Frage im Chat. Sieht auch interessant aus mit der Idee, dann Dame H5, Dame H7 matt. Mhm. Könnte nur sein, dass dann erstmal noch Läufer G4 kommt. Dann müsste man wahrscheinlich mit sowas wie Dame G6 fortsetzen. Könnte ich mir aber gut vorstellen, dass das funktioniert. Wird wahrscheinlich auch funktionieren. Turm G3 vielleicht etwas einfacher. Genau. Aber es ist ein nettes Motiv, weil es halt kein Schachgebot ist oder nicht sofort. Es stellt halt einfach nur eine mächtige Drohung auf. Mhm. Okay, diese Variante einmal mit euch durchgegangen, also das so die kritische Variante bei König G8. Ne? Das ist aber gelöst. König H6 müssen wir uns, glaube ich, gar nicht angucken. Ne? Also König H6, Springer F7, Springer E6. Das ist vorbei. Also König G6 die kritische Variante. Und jetzt, ihr kennt das schon, müssen wir gucken, wir brauchen mehr Ressourcen. Wir können Dame D3 und Dame G4 anrechnen. Fangen wir gerne kurz mit Dame D3 an. Die Idee wäre, auf König H6, Dame H7 matt. Auf König F6 müsste man tatsächlich auch nochmal gucken, wie man da nachhilft. Denn so klar ist es auch nicht, wie es hier weitergeht. Also König F6, aber auch F5 ist noch nicht vom Tisch, auch wenn hier noch Springer Stich E6 vorgeschlagen wurde. Aber selbst wenn Schwarz nimmt und sich dann wieder nach G8 verpieselt. Jetzt hat man halt den Springer nicht mehr. Jetzt fehlt ein bisschen Material, um matt zu setzen. Man hat eine Figur geopfert. Das Ganze wird wahrscheinlich nicht aufgehen an dieser Stelle. Also Dame D3 Schach reicht nicht ganz aus. Probieren wir Dame G4. Und jetzt, wir sind an so einer ganz typischen Stelle angekommen. Ja? Also hier müssen wir verschiedene Sachen gucken. Ob der König fliehen kann. Oder ob die Dame vertrieben werden kann. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und F5 ist da, bringt den, für den König so ein bisschen mehr Sicherheit, wenn ein Bauernwall vor ihm ist, hinter dem er dann wieder zurückgehen kann. Also F5 ist der kritische Tempo, ne? Zug. Genau, ja. Mit Tempo. Gut, Springer schlägt E6, funktioniert hier natürlich nicht. Den Abtausch möchte man nicht. Außerdem gibt der Abtausch auch nochmal eine Figur her. Also Dame G3 und ihr habt alle kritischen Varianten im Prinzip ganz gut beleuchtet. Hier muss man gucken, kann der König jetzt abhauen? Das ist die wichtige Frage und da bietet sich eigentlich nur König F6 an und ihr habt es aber richtig gelöst. Springer schlägt E6, bringt hier die Entscheidung. Ja, man droht zum Beispiel auch Dame schlägt G7, also eine Wahl hat Schwarz nicht, muss nehmen und jetzt hat man die Dame gewonnen. Auch wenn Schwarz dafür drei Figuren hat, das sollte nicht reichen. Insbesondere verliert er hier noch einen Bauern. Und dann hat man eine Dame und zwei Bauern. Bei der Konstellation der Figuren, die sehen jetzt auch nicht besonders stark aus von Schwarz, ist das Ganze eine Gewinnstellung. Noch zu prüfen ist hier auch F4. Also solche Züge müsst ihr immer schauen. Hier kann man das aber mit Läufer schlägt F4 ganz locker, dem ganz locker entgegnen. Das ist nicht das Problem. Und die Drohungen bleiben halt aufrecht. Aber wichtig ist, dass man hier genau prüft, ob vielleicht noch eine Ressource für Schwarz parat ist, die Dame von G3 zu vertreiben, ne? Damit man dieses ganze Motiv mit den Springerabzügen komplett rausnimmt. So, auf Dame D6 beispielsweise kann man ja Läufer F4 ganz gut einschieben. Entschuldigung? Dame D6. Achso, ja, auf Dame D6, ja, zum Beispiel Läufer das F4. Das wäre ja quasi ein Damenangriff im weitesten Sinne. Genau. Und hier müsste man natürlich dann was parat haben, wenn es die Möglichkeit gäbe, den Läufer ranzuziehen, was in dieser Stellung ein bisschen schwer denkbar ist. Okay, das heißt, der erste Punkt, den wir mitnehmen wollen, ist, wenn der König nach G6 geht, dann prüft immer, ob die Dame rangehen kann. Und
Grundsatz ist eigentlich, die Dame in die gleiche Linie mit dem König zu stellen, um Abzüge zu drohen. Und hier ganz essentiell kann der Gegner die Dame vertreiben. E5 muss man immer noch anrechnen, geht hier überhaupt nicht wegen Springer E6 Schach. Dann entweder König H7, dann gibt man einen Schach mit der Dame und hat die Dame gewonnen, oder König F6, dann gibt man hier einen Schach. Das ist anders. Ja, festhalten können wir in dem Zusammenhang ja auch schon mal, dass die Dame auf D8 dann häufig auch erstens in Springerabzügen, aber vor allen Dingen auch in dieser Läuferdiagonale drinsteht. Ne? Wir haben das gesehen in der Variante, wo man den Springer abgezogen hat, um dann anschließend Läufer G5 zu spielen. Und die Dame. Genau, das war ja ganz entscheidend, ja. Okay, dann seid ihr warm. Okay, wir haben jetzt auch ein Feedback bekommen von Pater Carter und von Mahlzeit, die zum einen den Browser gewechselt haben oder aber auch... Oder aber, das ist das Interessante, genau. Pater, gib uns bitte noch kurz Feedback, ob es daran lag oder ob du den Fehler des ruckelnden Streams damit behoben hast, dass du die Bildrate bei dir niedriger gestellt hast im Browser, also in YouTube da. Das wäre gut zu wissen. Dann können wir das nämlich weiterempfehlen. Wir machen weiter mit der nächsten Stellung. Und ihr seht, wir haben immer so kleine Abweichungen. Ja? Und hier ist natürlich erstmal wichtig zu schauen, welche Unterschiede bestehen im Gegensatz zu der Stellung eben. Und geht dann trotzdem Läufer schlägt H7 oder nicht? Das genau. Ist die zentrale Frage. Und vor allen Dingen gibt es Abwandlungen in der Angriffsführung. Und Mahlzeit, du kannst natürlich gerne noch sagen, von welchem Browser in welchen Browser bist du denn gewechselt, damit es jetzt so prima läuft. Ne? Das wäre auch noch eine gute Info. Okay, halten wir ganz kurz fest. Wir haben ein Merkmal, was wir letztes Mal schon hatten, was tendenziell Läufer schlägt H7 begünstigt. Und das ist nämlich ein Bauer auf E5, der hier Kontrolle ausübt. Was wir nicht haben, oder zumindest nur langsamer verfügbar als in der Stellung eben, sind die Turmschwenks. Weil der Turm noch auf F1 steht und so nicht so einfach auf die dritte Reihe überführt werden kann. Exakt. Okay, dann viel Spaß. Prüft Läufer schlägt H7. Auch hier wieder König G8 einmal anprüfen und dann natürlich die kritische Variante hier König G6. König H6 müsst ihr nicht schreiben, könnt ihr außen vor lassen. Kommt natürlich wieder, Springer schlägt E6 Schach und mit Damen gewinnen. Das ist uninteressant. Von Sea Monkey zu Mozilla. Mhm. Ja, merken wir uns. Ja, Sea Monkey. Vielen Dank auf jeden Fall. Aber wir können uns Mozilla merken, das ist ja das Wesentliche. Ja, obwohl es ja vor einigen Wochen mal kleine Probleme gab. Mit unserer Lernstunde? Nee, mit Mozilla, nicht mit unserer Lernstunde. Auf Mozilla. Ja. Okay, König G8 wird matt, das ist eine kühne Aussage. Magst du uns das auch noch belegen vielleicht? Einmal kurz die Variante schreiben, bitte. Mit Opera läuft es auch top, das ist schon mal gut. Das sollte eigentlich am liebsten in allen Browsern einwandfrei funktionieren. So, Unterschied ist ja auf jeden Fall schon mal, dass der Springer auch auf E7 steht, sodass er eventuell angeholt werden kann oder aber zumindest auch die Diagonale von der Dame unterbrochen ist. Mhm. Und der Teufel steckt hier im Detail, möchte ich euch gerne sagen. Zugerzwinger vergleicht schon mal direkt zu der anderen Stellung und meint, dass hier Dame D3 vielleicht eher möglich ist, mit der Begründung, dass EF6 dann immer eine Option ist auf F5. Das stimmt, aber auch da musst du natürlich gucken, wie geht's weiter nach König schlägt F6. Hast du genug Ressourcen, um deinen Angriff fortzuführen? Nach Dame D3 Schach, F5, Springer F5 ist übrigens auch möglich. Ne? Springer steht auf E7. Aber sagen wir ruhig F5, E schlägt F6, König schlägt F6.
Dann, so. Ja, Panther-Chess, wichtiger Hinweis, der Springer auf E7. Und das ist ganz wichtig in diesen Motiven, wo wir mit der Dame auf H7 schlagen, Dame H8 matt setzen wollen. Der König auf F8, ja, wenn er dort ist, kann er den Springer zur Verteidigung ranziehen. Das passt auch mit der Variante von Easy Rider zusammen, der hier konkrete Züge auch nennt, beziehungsweise Mahlzeit. Ah, sagen beide, okay. Beide haben die Variante genannt. Und ist richtig. Dame H8 dann Springer G8 kommen kann, genau. Ist völlig richtig. Da müssen wir noch eine Lösung für finden. Aber wir sollten natürlich schon versuchen, eins nach dem anderen zu machen. Können gerne mit König G8 anfangen. Bauernwalzer hat da ja schon mal geschrieben, dass das matt wird. Vielleicht verrätst du uns noch deine Matt-Variante. Ja. So, Torjäger widmet sich jetzt schon der König G6-Variante. Können wir gleich dann dazu kommen. Ich hätte auch vorgeschlagen, dass wir erstmal das eine kurz abarbeiten. Merken wir uns aber auf jeden Fall schon mal, kommen wir gleich zu. Was haben wir noch? Ja, also einige von euch haben Probleme mit diesem Manöver Springer G8. Ist richtig. Aber was ihr nicht vergessen dürft, ihr könnt auch nochmal anrechnen, wie ist das, auch wenn die Türme noch nicht auf der E- oder D-Linie stehen. Reicht die Zeit für einen Turmschwenk? Also gerade auch in Kombination mit Mahlzeit schreibt es jetzt auch, der Option auf F7 zu schlagen. Mhm. Bisher hatten wir ja eher das Manöver Dame H7, Dame H8 geprüft, wo Schwarz dann Springer G8 als Option hat. Aber wir hatten ja auch gerade in der letzten Stellung mit Dame schlägt F7 gespielt. Genau. Genau. Mahlzeit, deine Variante, Dame schlägt F7 Schach nach Turm E8. König H8, Läufer H6 funktioniert nicht, weil der Springer auf G5 steht. Deswegen ist Läufer H6 nicht möglich. Torjäger hat noch eine Variante vorgeschlagen. Die Variante hat aber auch kleine Schwächen. Ich glaube, da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Ja, wir können ja sonst vielleicht auch schon mal ein paar Züge aufs Brett stellen, ja. Damit wir auch alle mitnehmen. So, hier die große Frage, König G8 oder König G6. König H6 ist raus, König H8 ist auch sehr simpel raus. Dann gibt man Schach auf H5 und kommt A-Tempo nach H7. Also die beiden Varianten, die kritischen hier an der Stelle. Genau, das beantwortet gerade auch schon Arimins Frage. Wir hatten uns gerade dazu entschieden, erstmal König G8 jetzt zu berechnen. Aber ihr dürft natürlich auch schon an König G6 rechnen. Okay, ihr habt es letztes Mal ja schon mitbekommen. Dame H5. Muss möglich sein, sollte möglich sein, ist hier möglich, ist nicht das Problem. Manchmal, zum Beispiel, wenn der Bauer nicht da war, da hatten wir so Schwenks über diese Diagonale, um zum Beispiel F5 zu provozieren, um dann rüber zu gehen und zu verhindern, dass Läufer F5 kommt. Das ist hier nicht relevant, also können wir auch den direkten Zugang zu H7 suchen. Einzige Möglichkeit ist an dieser Stelle Turm E8, ne? Sonst haben wir matt im nächsten Zug. Und hier ist natürlich die Frage, wie spielen wir weiter? Dame H7 Schach, Dame schlägt F7 Schach oder was gänzlich anderes. Und hier ist noch ein bisschen Hirnschmalz nötig. Hirnschnalz, um die Lösung zu finden. Also ihr seht, wir knüpfen auch nochmal an die letzte Lektion an und ihr bekommt hier noch ein paar mehr Ideen auch, wie ihr da den Angriff fortsetzt.
Genau, aber im Prinzip, ihr braucht eigentlich nicht mehr als das, was wir euch letztes Mal schon an die Hand gegeben habt. Ihr müsst es nur konsequent durchrechnen, auch wenn es dann manchmal, ja, auch wenn es einen Zug länger dauert. Wir gehen jetzt erstmal auf die Variante von LMW ein und dann schauen wir uns das andere an. Er schlägt hier Dame H7 vor, gefolgt von König F8, Dame H8 Schach, richtig? Mhm. Springer G8 und Springer H7 und bricht die Variante hier ab, wobei es natürlich noch ein bisschen weitergehen könnte. Also man kann sagen, nach Läufer G5 ist das Ganze sehr, sehr gut für Weiß und Weiß wird das Ganze auch gewinnen. Ne? Nach F6 wäre Dame G7 sofort matt, also müsste Springer F6 kommen. Naja, jetzt kann man auch auf G7 nehmen. Das Ganze ist gewonnen. Also das genügt im Prinzip als Rechtfertigung vor Ort schon. Und das ist erstmal das Wichtige. Ne? Man kann das jetzt schon mal als Seitenvariante zurechtlegen und sagen, okay, hier habe ich Materialvorteil, das werde ich gewinnen. Es wird kein Matt, wenn der König abhaut, aber ich gewinne hier noch einiges an Material, das passt schon. Wir wollen euch aber trotzdem alle möglichen verknüpften Motive zeigen und euch auch hier zeigen in der Stellung, was auch gewonnen hätte. Und dafür benötigt ihr zunächst einmal vom letzten Mal Turmschwenk. Habt ihr noch im Kopf? Prüfen wir das Ganze. Was ist denn da mit Dame F7? Und jetzt der richtige Turmschwenk. Machen wir mal Turm D1. Turm E1 ist auch denkbar, da gehen wir gleich drauf ein. Mhm. Okay, was ist, wenn nichts kommt? Oder was soll überhaupt kommen? Es droht ganz simpel Turm D3, Turm H3. Das dauert zwei Züge, aber die Verteidigungsmöglichkeiten sind sehr rar beim Gegner. Also de facto hat er keine. Ja, er könnte zwar in zwei Zügen Springer auf H6 stellen, dann haben wir unseren Turm auf H3 und drohen den direkten Einschlag. Und sein großes Problem, immer wenn er was auf E7 stellt, um hier ein bisschen Verteidigung reinzubringen, dann flutschen wir rüber nach H7 und ihm fehlt das eigene Fluchtfeld. Deswegen ist es hier im Prinzip die einzige Hoffnung noch C4. Und hier würden wir gerne nochmal an euch abgeben. Probiert hier nochmal zu schauen, abseits von Turm E1, bitte. Turm E1, lasst den mal außen vor. Wie könnte man das Ganze jetzt noch zu Ende bringen? Easy Rider sagte schon, Turm E1 hat auch gerade immer das Problem, dass Springer F5 kommt. Und dann können wir nicht mal auf die dritte Reihe schwenken. Also diese Stellung, Turm E1 ist raus. Überlegt euch, wie können wir den Angriff verstärken? Ein sehr nettes Motiv, finde ich, was so in die Kategorie gehört, dass wenn man es noch nie gesehen hat, ist es schwierig, darauf zu kommen. Ja, sehr, sehr schwierig. Passt aber auch zu unserer Jubiläumsshow, falls ihr euch an die noch erinnern könnt. Oh ja, das ist ein bisschen her. Oh, sehr schön, sehr schön. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt mein Tipp war, wahrscheinlich nicht, sondern ihr seid bestimmt so drauf gekommen. Mhm. Aber sehr gute Idee von, wer hat es gerade geschrieben? Torjäger war der Erste. Und tatsächlich ist das auch hier die Lösung. Und das wollten wir euch einfach zeigen, weil das sehr, sehr schön ist. Und es ist tatsächlich auch das Bestmögliche, was man tun kann. Man gibt da mal einen Zwischenschach. Und jetzt der ganz entscheidende Punkt. Wir bringen den Läufer von der Diagonale zurück über C1 nach A3. Und Schwarz hat ja das Riesenproblem, er kann den Einstieg auf H7 in keinster Weise verhindern. Es ist nicht möglich, er kann es nicht verhindern, aber dafür kann er über E7 fliehen. Und das nimmt man ihm mit Läufer A3. Man könnte hier noch gucken, wie könnte es weitergehen, zum Beispiel Springer F5. Aber jetzt gibt man einen Schach und zwingt ihn dazu, sein eigenes Feld E7 zuzustellen. Er kann natürlich auch alles Material, was er hat, auf D6 opfern, aber auch das bringt ihm nur ein, zwei weitere Züge ein. Also zum Beispiel Springer CE7 und Dame H8 matt. Also das ist ein ganz schönes Motiv, was auch gut zu unserer Show passt. Ne? Die Figuren wieder auf ihre Ausgangsfelder zurückziehen hatten wir schon ein paar Mal. Ja. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und warum funktioniert das? Naja, ihr seht es, ich würde jetzt gerne natürlich hier zwischen eine Linie machen. Die schwarzen Verteidiger kommen nicht ran. Er kann weder Turm F8 irgendwann machen, weil er die eigenen Fluchtfelder benötigt. Da, wo die verteidigenden Figuren hin sollten, können sie nicht hin, weil das die einzige Fluchtroute des Königs blockiert. Und deswegen kann man hier so schön mit Läufer C1 spielen.
Klar, B5 funktioniert noch, aber tatsächlich wird man sehen, jetzt ist B5 nicht mehr zu verhindern. Es fehlt jetzt irgendwie ein Turm auf B8 zum Beispiel, der das Ganze, der sich hier Blockiert, reinstellen ja. könnte, genau. Also diese Variante ändert nichts mit B5, B4, denn man nimmt raus und zieht im nächsten vor, wenn man das Schach gegeben hat. Und Schwarz kommt wieder nicht raus. Passt auch sehr gut nochmal zu unserer Show zum Thema Angriffsopfer. Da hatten wir ja auch so Indizien behandelt, wann ein Angriffsopfer möglich ist. Und da war eben auch so ein Indiz, dass die gegnerischen Verteidigungsfiguren nicht schnell genug zurückkommen oder irgendwie unkoordiniert stehen. Ich finde, das sieht man hier auch nochmal sehr gut, Ja. um darauf nochmal Bezug zu nehmen. Also wir wollen euch jetzt nicht sagen, dass das der einzige Weg ist. Wirklich nicht. Ihr habt ein paar andere Gewinnvarianten gezeigt. Aber dieses Motiv sehr schön und vielleicht könnt ihr es auch mal an anderer Stelle verwenden, dass ihr sowas schon mal gesehen habt, auch wenn es vielleicht nicht mit dem Läuferopfer auf H7 zusammenhängt. Aber ihr habt es richtig gesagt, die ganz einfache Variante ist das doppelte Schach H7, H8. Springer ran, Läufer ran, gewinnt auch. Genau, so. Dann gehen wir jetzt zur König G6 Variante und da hatten wir ja versprochen, dass wir noch einmal auf die erste Rückmeldung von, wer war das denn? Zurückkommen. Mal gucken, wie weit ich hochscrollen muss. Ich glaube, er hat es gerade nochmal gepostet. So, da okay, ging es nämlich darum, da ging es darum nach Dame G4, das war der Vorschlag an der Stelle, F5 rauszunehmen und nach König schlägt F6 sollte es weitergehen mit Turm E1, wenn ich das auch immer. Mit der Drohung Läufer E5. Sieht auf den ersten Blick Springer ganz gut E6 aus. Könnte auch eine Drohung sein, oder? Ja, gut, aber... Muss gucken, wie zwangsläufig das dann nochmal ist. Müsste vielleicht auch noch davor einmal ganz kurz innehalten und gucken, ob hier noch Alternativen vorliegen. E5 zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, die vielleicht nicht außer Acht zu lassen ist. Insbesondere, wenn man das typische Motiv sieht oder kennt. Okay, hier geht natürlich Springer E6. Ist Quatsch. Okay. Ich wollte nur darauf eingehen, dass sowas eine typische Konstellation wäre, wo man ein Problem hat. Aber nee, hier geht natürlich einfach Springer E6 Schach. Und nach König schlägt F6 Läufer G5. König F7 und man nimmt mit Schach ja, auf D8. Okay. Ist das Ganze auch vorbei. Okay, G schlägt F geht auch nicht, also muss König schlägt F6 kommen. Und jetzt. Achso, es droht übrigens ja auch Turm schlägt E6, ne? Es droht hier auch Turm schlägt E6, ja. Verteidiger ranbringen ist immer so, was man als erstes prüfen sollte. Vielleicht Springer F5. Genau, denke ich auch. Dann, wer hat es denn gesagt? Ich glaube, es war der Torjäger. Wie geht es jetzt weiter? Alle anderen dürfen natürlich auch rüberbringen. Ja, natürlich. Genau, aber man kann natürlich auch nochmal schauen, ob man die Variante für Weiß vielleicht auch verbessern kann vorher. Also wir wollen ja mal mit den konkretesten Varianten anfangen. Das wären die Schachgebote. Also Läufer E5 sollte man hier auf jeden Fall berechnen. Oder Springer schlägt E6 natürlich. Achso, mit der Idee dann wieder Läufer G5, ja. Weil jetzt der Springer abgelenkt wurde sozusagen. Sieht gut aus. Okay, das heißt, Springer G6 funktioniert auch nicht. Sieht Springer eigentlich. F5. Ja, Springer F5 funktioniert auch nicht. Sieht gut aus. Also gewinnt höchstwahrscheinlich. Ich prüfe das mal kurz mit der Engine, dass wir nichts Falsches erzählen. Ups, mal hier. Das ist nicht der richtige Weg. Wie macht man das an? Soll ich dir da oben? Also ihr seht aber, wir nutzen nicht häufig die Engine, das spricht ja für uns. Okay, was können wir dazu sagen? Deine Variante funktioniert mit rausnehmen. Es geht aber noch ein bisschen besser. Oder einfacher vielleicht auch, ne? Ja. Oder anders. Anders. Also was ihr natürlich immer noch, ich mache die Engine jetzt auch wieder aus, was ihr immer noch prüfen solltet, gerade hier ist das relevant, wo das Fluchtfeld ja gar nicht vorhanden ist. Was ist mit Dame G3? Ne, F5 hat ja den Zweck, ein Fluchtfeld zu schaffen in der anderen Variante und die Dame von dieser Linie zu vertreiben. Dementsprechend natürlich die große Frage, was hat Schwarz jetzt überhaupt, wenn ich einfach die Dame 1 zurücksetze und nach G4 gehe?
So, aber Zuckerzwinger, sowas gewinnt immer, ist leider nicht so, ne? Ist ein bisschen gefährlich. Also da liegt man vielleicht dann so 90% der Fälle richtig, aber wenn es in der Turnierpartie gerade eins der wenigen Fälle ist, wo es nicht so ist, dann wäre es ärgerlich. Aber tatsächlich, Dame G3, Springer schlägt E6, ist jetzt eine sehr, sehr starke Drohung. Und Dame E8 wäre so noch der beste Zug für Schwarz. Und hier muss man auch ein bisschen gucken. Man kann hier eine gute Stellung rausholen, die man höchstwahrscheinlich gewinnt. Man kann aber auch richtig stark spielen. Und darum geht es uns so ein bisschen. Wir wollen euch auch neue Motive aufzeigen. Und so Feinheiten, wie man sowas dann aber auch wirklich, ne, wenn man dem Gegner auch jede Hoffnung nimmt. Also Springer steckt E6 wäre hier möglich. Und das Ganze ist dann ja auch ist ein Schachgebot. Jetzt kann man auf G7 nehmen, dann hängt die Dame auf E8. Es kommt Dame nach D8 und nach Turm AE1 droht man E6. Okay, es ist noch nicht vorbei. Wenn zum Beispiel so auf die Springer G6 kommt, hängt der G7. Na gut, dann kommt vielleicht Läufer H6 und man kann sagen, das ist sehr, sehr aktiv für Weiß. Geben wir euch recht. Die Bewertung der Stellung ist auch, Weiß steht deutlich besser, aber ich finde, es ist noch nicht vorbei. Ne? Ein falscher Zug und ihr habt die Figur weniger und eure Initiative ist verpufft. Deswegen wollen wir das Ganze nochmal bearbeiten und noch ein bisschen verstärken. So, wie geht das? Wir müssen natürlich immer den Plan angucken. Was ist der Plan? Ihr habt gesehen, wir wollen auf E6 nehmen, danach noch einen Springerabzug, den Bauern vorpreschen und alles auseinandernehmen. Springer hier E4 wurde hier ein paar Mal vorgeschlagen, was natürlich super funktioniert, wenn der König nach F7 läuft. Aber genau, ich wollte es gerade sagen. Auf König H7 ist es dann kritisch, insbesondere weil die Dame auf E8 jetzt optimal steht, um der Verteidigung herbeizueilen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man hier dann auch schon vielleicht auf Verlust steht mit Weiß. Ja, Figur ist Figur, ne? Mhm. Also ja. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, Fehler eingesehen, aber auf König G6 natürlich wieder alles gleich. Aber jetzt haben wir das Problem, dass hier die auf Dame einmal ein plötzlich. Verteidiger bei ist. Mhm. Mhm. Da muss man etwas vorsichtig sein. Deswegen lieber hier nochmal schauen. Und die Lösung ist auch ein bisschen schwieriger. Ja. Deswegen wollen wir da auch gar nicht mit euch jetzt euch das unbedingt finden lassen. Wir wollen euch einfach nur Inspiration noch geben. Genau, dass ihr das nächste Mal findet. Genau. Wenn das diese Drohung war, ne, diese Variante mit Springer schlägt E6, wenn die hier schon gut ist, vielleicht können wir noch irgendwas verändern, damit diese Variante am Ende richtig gut ist. Und dafür schauen wir eigentlich, was fehlte uns am Ende. Es fehlte eigentlich die Unterstützung, um E6 nochmal richtig durchzudrücken. Und dann kommt man auf so Züge wie, was wäre, wenn ich denn zuerst Turm FE1 mache? Kann er denn überhaupt meinen Plan verhindern? Und tatsächlich stellt sich heraus, dass er das hier nicht kann. Ja, also, wir wollen euch jetzt ja nicht alles sinnlos rechnen lassen. Hier kann man es im Prinzip nicht verhindern. Vielleicht, bevor wir die Variante anschauen, ganz kurz auf H4, weil das jetzt auch mehrmals vorgeschlagen wurde. Ja. Ob wir da vielleicht einmal kurz drauf eingehen? Einfach ein Feedback geben? Ja. Jetzt in dieser ja. Stellung habe ich ja. so zumindest okay. verstanden. H4 einschieben. Torjäger, schau selber nochmal Springer F6. Was passiert denn, wenn das Opfer angenommen wird? G schlägt F6, E schlägt F6 und alles... Also... Schwarz hat ziemlich viele Verteidiger auf einmal rund um den König. Die Dame ist gut da, der Springer kann nach G6 ziehen, wenn du wieder nimmst auf F6. Also das mit Springer E4 funktioniert, glaube ich, nicht. Und H4 droht H5 mit der ganz konkreten Drohung. Wir müssen das Ganze auch weiterführen. Was kommt auf H5? König schlägt H5, müsste wahrscheinlich kommen. Sonst kommt Springer, schlägt E6 Schach, gefolgt von Matt auf G7. Und dann Dame H3, Dame H7. Das sieht gut aus. Verteidigungsmöglichkeit, Standardverteidigungsmöglichkeit für Schwarz wäre an der Stelle Turm H8. Kann man vielleicht sogar auch König H5 spielen? Sieht ein bisschen verrückt aus, aber vielleicht geht auch König H5. Obwohl, dann geht vielleicht ein Springerabzug und dann droht Dame G5 matt.
Also Springer schlägt E6 oder so, oder Springer F7, ja. Wahrscheinlich ein bisschen zu verrückt. Ja, aber Turm H8 wäre so diese Standardreaktion. Und jetzt hätte man das Problem, wenn wir unsere Variante von eben ganz normal weitermachen, zum Beispiel Springer schlägt G7, dass jetzt die Dame auf einmal nochmal so richtig zur Verteidigung rankommt. Und hier könnte es schon wieder fast sein, dass Weiß es überzogen hat. Man könnte höchstens, wie Torjäger vorschlägt, H5 einschieben und auf Turm schlägt H5 dann die Variante machen, sodass man jetzt auf H5 schlagen könnte. Okay, ja, das kann man machen. Im Prinzip das hier. So, König F7 ist erzwungen, ne? Springer schlägt G7, aber auch hier würde ich schauen nach Dame H8. Wenn ich nicht mehr habe als das, würde ich die Partie noch nicht abhaken. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Weiß hier, wenn er ein paar dumme Züge macht, ne? Läufer E6, Turm G8. Dann plötzlich es andersrum geht, ja. Ja. Okay. Schauen wir uns die Turm E1-Idee an. Chuck Phil hat einen guten Einwand auf die H5-Variante. Jetzt muss ich ihn nochmal finden. Finde ich jetzt nicht. Ah, deswegen spiele ich es einfach. Und zwar geht hier Dame schlägt G7. Und tatsächlich ist das forciert matt. Schön gesehen, sehr schön gesehen. Warte mal, was ist denn der Unterschied zu... Ach so, weil sonst der Turm noch da stand. Sonst stand der Turm noch auf. Okay, dann ist H4 hier doch deutlich interessanter noch. Wir wollen euch nur noch was an die Hand geben. Und zwar Turm E1 hier sofort. Was einfach von der Gedankenstruktur sehr interessant ist. Wenn ich jetzt, ne, wir hatten das auf E6 nehme, auf G7 nehme, wenn ich dann noch E6 zur Verfügung hätte, dann wäre das sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Und hier setzt man einfach diese Drohung auf. Also eigentlich egal, was kommt, C schlägt D4 zum Beispiel. Jetzt könnte man dann diese Stellung erreichen und hier würde auch Springer schlägt G7 simpel gewinnen. Was aber auch geht, ist hier dann auch nochmal Springer. C7 ist auch ein schöner Gewinnweg. Aber hier führen wirklich sehr viele Wege nach Rom. Wir wollen euch nur natürlich auch die schönen zumindest alle noch zeigen. Genau, was auch Torjägers Frage beantwortet. Natürlich reicht es in der Praxis, wenn ihr eine Gewinnvariante seht. Ja. Aber nicht immer gehen ja die ihr kennt vielleicht. Und da ist es natürlich nützlich, wenn man ein Repertoire an genauso Möglichkeiten hat. Und deswegen zeigen wir euch hier alle und gehen auch mit euch alle durch, damit ihr da genauso ist es. Wir haben schon mal diese gesehen habt. Optimalaufgaben, wo im Prinzip fast alles funktioniert. Aber wenn man sich mit einer Lösung begnügt und alle anderen dann auch nie gesehen hat, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, den Läufer zurückzubringen, dann könnte es sein, dass ihr in der Praxis auf eine Stellung stoßt, wo nur dieser Weg gewinnen würde und die anderen alle nicht. Und dann ist es eben schön, wenn man die ganzen verschiedenen Angriffsmotive parat hat. Okay, ich glaube, das wäre es dann mit der Aufgabe, oder? Haben wir es durch? Ja, ich glaube, wir haben es durch. Sehr gut. So, nochmal kurz durchatmen. Ist immer recht viel Input, ne? Aber fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Vieles wiederholt sich ja auch. Was solltet ihr euch hier an dieser Stelle merken? Was man sich hätte merken können, ist auf jeden Fall nochmal dieses nette Motiv, was wir in dieser Variante gesehen haben, dass man trotzdem mit dem Turm, auch wenn es ein Tempo länger braucht. Genau, und in so einer Stellung, dass dann sowas wie Läufer C1. Dieses Damenschach übrigens ist gar nicht so relevant. Es war jetzt nur, damit Schwarz nicht Springer G6 spielt und dann vielleicht noch ein Tempo gewinnt unter Figurenopfer. Auch Quatsch eigentlich. Ne? Also hängt euch nicht an Dame H5 zuerst auf. Wichtig, dieses Motiv. Ne? Wenn man hier den sicheren Zugang hat zum Matt setzen, dann das Fluchtfeld blockieren. Und auf König G6 wieder Dame und König in eine Linie stellen und dann die verschiedenen Ressourcen auf F5. Na, das Nehmen hatten wir hier, ist ja auch möglich, gefolgt von Turm E1, aber auch Dame G3 mit verschiedensten Drohungen Richtung H4, H5. Dann auch nochmal, vielleicht auch wichtig, wenn ihr mal die verteidigende Sicht habt, sowas wie Dame E8, dass man aus dem Abzug geht und sagt, okay, wenn du jetzt abziehst, dann nehme ich irgendwie eine Verteidigungsposition ein. Das öffnet mir ja auch ein Fluchtfeld, ne? Muss man ja auch so sehen, genau. Wenn der Bauer E6 weg ist. Genau. Ne? Und dann, wenn man dann zurückkommt und den Verteidiger hat, dann kann das Ganze auch gut ausgehen.
Okay, und hier hatten wir die verschiedenen Möglichkeiten. H4, H5, sehr interessant, aber nicht vollständig geprüft. Das muss ich auch sagen. Also, ne? Sieht aber ganz gut aus. Aber auch Turm E1 und Springer schlägt E6, gute Möglichkeiten. So, machen wir weiter mit der nächsten Aufgabe. Und ihr seht, wir haben wieder so ein bisschen andere Stellung. Mhm. Was sind die Merkmale, die anders sind? Also vergleichbar erstmal zu gerade ist, dass wir auch wieder einen Springer auf E7 haben. Ne? Mhm. Aber diesmal etwas offeneres Zentrum. Gerade hatten wir ja eine sehr geschlossene Bauernstruktur. Jetzt hier ist die D-Linie offen. Was natürlich dann auch Unterschiede ausmachen kann. Ja, aber und du hast gesagt, auch Zentrum ist sehr offen. Da müssen wir drauf achten. Dann, ganz wichtig, müssen wir auf dem Schirm haben, der Läufer C1 fehlt. Das bedeutet im Prinzip, wir müssen verstärkt uns auch einmal König H6 angucken nach dem Opfer und dem Schach auf G5. Und ansonsten die üblichen Sachen, die üblichen Verteidigungsmittel und Angriffsmittel einmal abwägen. Und Aber Torjäger nennt schon eine Möglichkeit, wie man dieses offene Zentrum ausnutzen kann, nämlich in der König H6 Variante. Also gerechnet hat er Läufer schlägt H7, König schlägt H7, Springer G5, König H6. Dass das jetzt raus ist wegen Dame schlägt D8, sollte Schwarz wieder nehmen und dann Springer schlägt F7 mit Springer schlägt D8, wo man erstmal was mehr hat. Ich frage mich allerdings, ob der Springer da wieder rauskommt. Das muss man auf jeden Fall noch prüfen. Ja, das frage ich mich auch. Da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, muss ich zugeben. Alternativ könnten wir natürlich schauen, ob wir noch andere Sachen finden, die nach König H6 funktionieren. Genau. Aber zumindest das wäre schon mal so eine Nebenlösung, die höchstwahrscheinlich gewinnt. Da müsste schon sehr so Stellungspech reinkommen, wenn das nicht funktioniert, dass man nicht da mindestens nochmal die Figur rauskriegt oder, ja okay, Alternativen gibt es eigentlich nicht. Mahlzeit verbessert die Variante, glaube ich, erheblich, nämlich statt erst auf D8 zu schlagen, erst Springer schlägt F7. So. Das ist auf jeden Fall überzeugend, ne? Ja. Also König H6 ist hier raus, das ist schon mal ganz wichtig. Weil wir natürlich den Läufer auf C1 nicht haben und diese ganzen Abzugsschach mit dem Springer raus in Gesundheit. Danke sehr. Okay, bleiben König G8 und König G6. Wollen wir erst wieder König G8 machen? Ja, der ist hier, glaube ich, angefangen. Ja, König G8 sollte jetzt ziemlich einfach sein, denn ihr seht nach Dame H5, seht ihr, dass wir diesen Turmschwenk mit Turm D1, Turm D3 A Tempo machen können, wenn er Turm E8 macht. Eine andere Möglichkeit hat er eigentlich nicht. Wichtig noch, wir können das eben einmal ziehen. Wichtig, prüft immer den Zugang zur Diagonale B1, H7 für den Gegner. Ja, wenn der Bauer weg wäre, zum Beispiel Läufer F5 oder hier ganz konkret Dame D3. Mhm. Okay, müssen wir kein großes Drama drum machen, Springer E4 ist hier möglich, unterbricht es, aber, und das ist vielleicht ganz wichtig, wenn der Springer nicht dort stünde, sondern zum Beispiel auf B3, dann wäre Dame D3 eine gute Verteidigungsressource. Genau, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben müsste. Weil anschließend dann auch Dame G6 immer sehr unangenehm ist, also man hat dann nicht noch ewig Zeit, den Turm ranzuholen, in diesem Fall. Ja. Genau. Das aber hier ist okay, das ist anders, hier recht einfach. Und Turm E8, ihr habt schon gesagt, wir kriegen den Schwenk im Prinzip nahtlos hin, dadurch, dass wir den Angriff auf die Dame haben. Kombination mit Dame schlägt F7 ist das Ganze recht schnell matt. Erstmal hallo noch an Chess Jedi Knight, auch ein neuer Name. Mhm. Der letzte Jedi. Oder der erste, den wir hier haben. Der erste Schach-Jedi, ja, der nur mit der Macht spielt. Okay, also König G8 ist raus, König H6 ist raus, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht wegen Dame D8, Springer F7. Aber noch überzeugender auf jeden direkt Fall wegen, Springer genau. Schlägt F7. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass sowas wie Dame G4 auch ziemlich stark ist, denn der geht jetzt nicht auf Damengewinn, sondern direkt auf
matt setzen wollen. Ach, da würde ich aber tatsächlich Springerschläge ja, F7 kann man auch machen. Vorziehen. Ja, aber wir wollen ja nur drauf eingehen. Ja, wir zeigen es. Ne? Jetzt droht ziemlich stark Dame H3, Dame H7 und da gibt es einfach keine Verteidigung. Also, ja, wieder sehen wir, wie nützlich das ist, wenn ein Bauer das Feld F6 auch kontrolliert von uns. Ne? So, wenn er jetzt Turm H8 macht, um das Ganze zu verhindern, haben wir Springer F7 noch viel stärker parat. Familiengabel. Na, also das vielleicht noch eine kleine Verbesserung, aber ein Gewinnweg reicht für die Praxis, ist das richtig. Deswegen Springer schickt F7, reicht uns. So, König G6. Tschüss. So, wieder da. Okay. Dann bitte einmal das nochmal zum Ende führen. So, da hatten wir bisher, glaube ich, auch noch gar keine Wortmeldung zu, aber das ist ja auch gut so. Wir haben ja erstmal die anderen Varianten gerechnet. Also bleibt bei den Standardmotiven insbesondere hier nochmal wichtig, dadurch, dass der Läufer fehlt und jegliche Stütze. Jetzt hängt doch. Genau, der Springer hängt. Wenn man jetzt irgendwie versucht, über die Diagonale ranzukommen, müsste man sich mit verschiedenen Möglichkeiten auseinandersetzen, dem Nehmen, aber auch natürlich Springer 5. Familiengabel bezeichnet, wenn verschiedene, also mehrere Figuren durch einen Springer angegriffen sind. Also ihr erinnert euch gerade, mit Springer F7 hing sowohl der Turm auf H8 als auch die Dame auf D8 und der König war auch noch im Schach. Also keine einfache Gabel, in Anführungszeichen, wo nur zwei die ganze Figuren, Familie des Gegners. Mehrere. Also was eine Mama, Gabel Papa, ist. Mama, Papa, Kind. Genau, eine Gabel nennt man ja eine Springergabel. Und eine Familiengabel, gut, wenn dann noch eine dritte, vielleicht auch sogar vierte Figur hinzukommt. Ne? Okay, wir haben die ersten Vorschläge. Dame G4, F5 und jetzt, ja, sehr stark und das, darauf wollte ich hinaus, hier kann man sehr gut nehmen und nach König schlägt F6 den nächsten Springer ranholen und das Ganze wäre jetzt nur noch ein Rechenexempel, das Ganze bis zum Matt zu führen. Aber hier ist es wichtig, man hat E schlägt F6, weil man den Bauern auf E5 hat. Und manchmal ist es gut zu nehmen und manchmal nicht. Ja, hier im Unterschied auch zur letzten Stellung ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, den Springer direkt nachzuziehen, den anderen. Das ging ja gerade nicht, weil wir erstens, glaube ich, keinen hatten und zweitens da auch jede Menge Bauern standen. Ja. Und jetzt gibt es im Prinzip zwei Varianten. Der König muss ziehen auf König G6. Das kann man relativ schnell beenden. Nach Springer schlägt E6, Angriff auf die Dame. König H7 ist matt auf G7, König F7. Da hängt die Dame sogar mit Schach, aber genau. Man kann auch erstmal noch. Und jetzt kann man das Ganze mit Stil zu Ende bringen, denn noch schöner als die Dame gewinnen ist natürlich matt immer setzen. Matt zu setzen. Und hier bietet sich Dame H3 an. Na, der Zugang zu H7 ist nicht mehr zu nehmen. Es gibt absolut keine Verteidigungsmöglichkeit. Damit D3 können wir rausschlagen. Ja, ist der einzige Zug, der das Matt überhaupt noch hinauszögert. Und wenn Schwarz statt König G6 König E5 spielen muss, ihr ahnt es schon. Das kann nicht gut gehen. Nee, genau. kann es auch nicht. Das Ganze dann im Prinzip nur noch ein Rechenexempel. Und fangt hier, macht es euch einfach. Konsequent fangt mit den Schachgeboten an, weil wenn ihr das mit Schachgeboten zu Ende bringen könnt, das Schwierige ist natürlich auf stille Züge immer alle Verteidigungszüge des Gegners zu sehen und Schachgebote forcieren das Ganze. Okay, er hat zwei Möglichkeiten, D4 oder D5. D5 bleibt ein bisschen enger im eigenen Lager, deswegen der wohl der erste. Aber jetzt kann man das Ganze mit Schachgeboten zu Ende bringen. Er kann nur rüberlaufen und das Ganze endet jetzt auch, nachdem er alle möglichen Figuren noch dazwischen stellen kann, in einem Matt in 3. Also das Ganze recht simpel. König D4 kann man im Prinzip genauso beenden. Man zieht die Dame zurück und auf König C4 geht es ja dann sogar noch ein bisschen schneller. Ne? Aber ihr habt recht, König E5, das kann nicht gut gehen. Und
Entscheidend war hier an der Stelle eigentlich, dass man nehmen konnte und den nächsten Springer ranholt. Also ein Springer auf C3 ist in so einer Stellung, wenn König G8 offensichtlich ausscheidet, König G6 noch ein bisschen interessant ist, ist das immer noch ein Indiz dafür, dass dieses Läuferopfer auf H7 funktioniert. Wenn ihr den Springer auf C3 habt und ihn auf E4, also mit in den Angriff reinziehen könntet. Wir wollen der Vollständigkeit halber natürlich noch auf Dame G3 eingehen. Das war ja sonst immer unser Standardzug. Genau. Und insoweit auch sagen, er funktioniert auch hier. Er ist nur hier nicht ganz so gut wie E schlägt F6. Das ist einfach viel simpler. Auch hier hat Schwarz jetzt nicht so gute Möglichkeiten. Also Dame E8 ist wahrscheinlich wieder das Beste, um die Dame aus diesem Abzug zu holen. Und Weiß steht auch hier gut. Und sollte wahrscheinlich auch gewinnen. Aber E schlägt F6 macht das Ganze viel einfacher. Okay, wie man nach König E5 noch schön matt setzt, ob Turm D1 der beste Zug ist oder also F4 Schach ist das forcierteste und für die Praxis relevanteste. Natürlich wollen wir auch eben mal ganz kurz, jetzt muss ich diese Untervariante einmal finden. Genau, hier darauf eingehen, die Idee hinter Turm D1 sofort ist natürlich schön, dass man eine Verteidigungs-, nee, eigentlich nicht, einen Fluchtweg abschneidet. Ja, auch ein wichtiges taktisches Motiv, das man kennen sollte. Aber Turm F4 sieht tatsächlich ganz interessant aus. Ja, also zumindest den Materialvorteil nach dem auch, nehmen. Ne? Ja, okay. Naja, aber F4 Schach, die ganzen mit Schach durch. Durchgängig führt zum Matt und das Ganze reicht dann auch. Okay, das heißt, wir haben hier ein weiteres Motiv. Manchmal ist das Nehmen besser in Kombination, einen weiteren Springer ranzuholen. Und eigentlich nur eine Bestätigung der Regel, wenn der König auf die Brettmitte läuft, mit Damen auf dem Brett und allem auf dem Brett, geht das meistens böse aus. So, sind wir bei Aufgabe Nummer 4. Genau. Und wir fangen mit einer recht leichten Aufgabe an, ne? Also mit dieser hier. Was heißt denn hier anfangen? Wir sind schon eine Stunde am Trainieren. Ja, nee, anfangen, um einmal nochmal den Unterschied, einen kleinen Unterschied euch zu zeigen. Wie geht das Ganze vorbei? Läufer steht H7, ist klar, müssen wir jetzt keine große Sache draus machen. Und hier gibt es wieder verschiedenste Möglichkeiten, die wir mit euch durchsprechen wollen. Gut, König G8. Haben wir auch jetzt schon häufiger gesehen. Genau, ist hier wieder super Standard easy. Mit dem Turm, der schwenken kann. Genau, wir haben den Turmschwenk, ist sofort vorbei. König G8 ist raus. König G6 ist hier auch raus, wegen Dame G4. Und jetzt haben wir sogar noch stärker die Möglichkeit zu nehmen, denn auf König F6 wäre hier sogar Dame E6 direkt matt. Genau, und Dame schlägt F6, kommt der Damengewinn, Springer E4. Also das ist noch ein kleiner Unterschied. In der Verteidigung wichtig ist, nach F5 mit einem Bauern auf E5, ist der Punkt E6 genügend überdeckt oder nicht. Ne? Wir hatten sonst immer eine Stellung mit Läufer C8, das macht einen Unterschied. Okay, das beides raus. Also König H6 hier. Jetzt weiß ich auch, was du mit Anfang meinst. Du wir machen jetzt den König, das König H6 ja, genau. Motiv einführen quasi. Oder die Varianten mit König H6. Oder? Ja, und gleich nochmal ein bisschen komplizierter. Okay. Und, achso, Torjäger hat gerade auch die Variante. Okay. Hat am Ende noch F5 gemacht, brauchst du nicht, E6 hängt. Aber jetzt zurück zu dieser Stellung. Wie beenden wir das? Und auch hier gibt es ganz typische Motive, die man kennen sollte, die das Leben einfach leichter machen. Und zwar ist das ein ganz typisches Motiv. Dame D3, ein Schwenk, androhen Dame H7 matt. Es gibt keine Verteidigung, keine adäquate Verteidigung. Und auf F5 kommt dann der Schwenk rüber nach H3. Also dieses Manöver, diese Geometrie, ne, eines Damenangriffs, um dann den Schwenk auf die H-Linie zu machen, ist ein ganz, ganz häufiges Motiv, was man im Kopf haben sollte. Gewinnt ja einfach. Ne? Mhm. Das sozusagen. So, ich muss das jetzt nochmal kurz klarstellen. Bisher hatten wir ja, also letzte Woche vor allen Dingen König G8 gemacht, jetzt diese Woche angefangen mit König G6
mehr oder weniger. König H6, genau. Und jetzt, bisher in den Beispielen, war König H6 immer eine Option, die wir sehr schnell ausschließen konnten, weil es immer direkt in einem Abzug war oder direkt matt geworden ist. Aber in manchen Stellungen ist König H6 natürlich noch eine sehr ernstzunehmende Verteidigung. Und hier jetzt eine Variante, wo man mit Dame D3 dann auch recht einfach gewinnt. So. Mhm. Ganz kurz, so ein bisschen auch außerhalb des Themas, Chess Jedi Knight fragte, wie verhindert man so eine Anschläge auf H7? Also am besten, du nimmst von diesem Mal und vom letzten Mal das Fazit, wann geht so ein Opfer und drehst es im Prinzip gedanklich um. Ja? Also zum Beispiel, wenn du Verteidiger auf F6 stehen hast, ist das immer super. Zur Not auch, wenn die Bauern auf G6 oder H6 stehen, einer davon, dann geht es meistens auch nicht, also zumindest nicht diese Läuferopfer auf H7. Also guck dir die Indizien an und dreh es einfach denklogisch um. Oder auch ein Läufer auf E7 ist auch häufig hilfreich, weil dein Springer G5 schon mal nicht funktioniert. Genau. Ja, exakt. So ist das. Also, wie ihr hier gesehen habt, einfaches Beispiel für das funktioniert. Und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen schwieriger machen und euch fragen, wie schaut es denn hier aus? Erstmal, wie ist der Unterschied? Der Unterschied ist ein kleiner, aber feiner. Statt dem Bauern auf F4 steht dieser Bauer auf H4. Und jetzt würden wir euch das Zepter überlassen. Wie geht's hier weiter? Und ihr seht es, ihr ahnt es, die kritische Variante ist hier König H6. Aber natürlich auch nochmal wieder alle Züge prüfen. Wie immer. Muss man ja in einer Turnierpartie auch tun. Ja, richtig. Ja, so ein Fianchetto-Läufer hilft natürlich auch gegen Einschläge auf H7. Hat andere Nachteile, ein Fianchetto-Läufer. Zum Beispiel nächste Woche haben wir da vielleicht dann Beispiele zu. Da werden wir ein weiteres Motiv uns noch angucken. Aber das verraten wir euch nachher. Ja. Okay, einfaches Abarbeiten und vom Tisch damit. Läufer schlägt H7, König schlägt H7, Springer G5 Schach, König G8, Dame H5. Das Ganze funktioniert wieder überhaupt nicht für Schwarz. Können wir eigentlich schnell abhaken. Machen wir denn wieder den Turmschwenk, obwohl der länger dauert? Du hast das jetzt gerade so einfach abgefrühstückt. Ach so. Einmal, ich habe mich da völlig auf was anderes konzentriert. Da sagst du was. Einfaches zuerst. König G8, Dame H5. Ja. Turm E8. E8, die einzige Möglichkeit. So, aber ich meine, wahrscheinlich funktioniert... Nee, dann haben wir wieder ein Motiv, was wir letzte Woche hatten. Das zeigen wir jetzt auch gerne nochmal. Jetzt hast du mich einfach mit deinem selbstbewussten Turm E8 völlig aus dem Konzept gebracht. Motiv, ganz typisch, solltet ihr kennen, nicht das Schach zuerst, sondern einmal zwischennehmen. Achso, und dann Schach. Und das Ganze ist ein forciertes Matt mit Dame Stich. Hast ja recht, mein Schatz, typisches, ich wollte dich nur testen. Hast du gut gemacht. Nein, hast du auch völlig recht. Aber abgefrühstückt an der Stelle, König G8 funktioniert nicht, König H8 erst recht nicht. König G6 und König H6. Interessant. So, König G6, da hat Zugerzwinger schon was zugeschrieben. Okay, machen wir das mal auch, weil es geht in der... Also kritisch ist ja tatsächlich König H6. Machen wir mal König G6. Hier war der Vorschlag von Zugerzwinger mit F4 zu spielen. Also... Und dann irgendwie matt ist. Eine sehr präzise Aussage. Ja. aber tatsächlich, fangt einfach mit den ganz konkreten Sachen an. Einmal die Schachgebote durchrechnen. Jetzt ist der Springer auf G5 ja gedeckt. Das ist ja auch schon mal gut. Genau. Und das Ganze geht auch nicht so wirklich. Wenn man jetzt den nächsten Turm ranholt, ist ein super Drohung. Ja, muss irgendwie sowas kommen. Und spätestens jetzt ist, glaube ich, klar, das Ganze sieht übel aus. Gucken wir, wie es einfach mal eine Beispielvariante, kann natürlich passieren, was auch immer. Zum Beispiel sowas. Und jetzt könnte man so gewinnen. König F7 muss sein, um nicht Dame schlägt D5 einzustellen. Und jetzt gewinnt man hier Material. Gibt ein paar Varianten, die hier gut sind für Weiß. Das ist eine Beispielvariante.
König G6 funktioniert ja nicht. In der Tiefe ist es natürlich nicht ganz so einfach, natürlich hier so eine Sachen wie Turm E1 nochmal zu finden. Aber ich denke mal, da leitet euch euer Gefühl, wenn ihr da bereit seid, eine Figur zu opfern. Außerdem, man hat immer die Möglichkeit, Material zurückzugewinnen mit Springer H7. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich, das ist nicht so kritisch. Ja, ich finde aber den Einwand von Alet, wie auch immer ausgesprochen, auch berechtigt. Warum nicht Dame G4? Der sieht doch eigentlich sehr logisch aus. Ja, da kommen wir gleich zu. Ach so. Also, es hängt ein bisschen damit zusammen, eigentlich mit der anderen Möglichkeit von Schwarz, mit der kritischen Variante König H6. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, auf König G6, Dame G4, eine weitere Ressource, die er jetzt hätte, wäre natürlich König auch H6. König Und H6. Das geht auf Dame D3 nicht. Genau. Okay. Aber sehr witziges Profilbild von Alet. So, okay. König H6, die kritische Variante. Und tatsächlich wollen wir euch da jetzt auch gar nicht so sehr rechnen lassen, denn eine einfache Lösung gibt es an dieser Stelle nicht. Und darauf wollten wir eigentlich so ein bisschen hinaus. Man muss so ein bisschen abwägen immer und man muss viel kennen. Ja. Und hier ganz wichtig zu kennen, wie könnte man sowas weiterführen. Großes Problem im Vergleich zur Stellung eben ist halt, dass der Bauer auf H4, er deckt zwar den G5, das ist ein positiver Punkt, aber auf der anderen Seite kann der auch im Weg sein, wenn man hier solche Schwenks vorhat. Der schützt den schwarzen König, ne? Genau, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass im Endspiel ist das häufig auch interessant oder eine Möglichkeit, die gegnerischen Bauern als Schutzschild zu benutzen. Im Endspiel? Ja, so vor Schachgeboten und sowas. Im Endspiel gibt's ja nicht mehr. Ach so. Im Turmendspiel zum Beispiel, wenn... Im Bauernendspiel war ich gerade. Nein, nicht im Bauernendspiel, im Turmendspiel und ja, sowas. Ja, aber zum Beispiel auch im Mittelspiel, das hat man ja auch häufig, dass man auf H7 mit Schwarz schlagen lässt und dann nicht zurückschlägt, sondern König H8 spielt und dass der gegnerische Bauer dann das Schutzschild ist. Ja, genau. Ja, ist ja aber noch kein Endspiel. Aber ja, Wir verstehen uns. Also, ihr seht den Punkt, ne? Gerade den Unterschied mit dem Bauern auf F4 statt auf H4. Ist es nicht so einfach? Wir wollen euch einfach nur so ein paar Möglichkeiten geben hier, wie man noch weitermachen könnte. Und zwar Dame D2 ist ganz interessant. Oh ja, hier TFP hat es gesagt. Ah, sehr gut. Torjäger, ganz kurz, die Frage, machen wir eine Videoserie für Spielstärke über 2000, über irgendeine Eröffnung? Wenn ihr sowas sucht, dann müsst ihr ein bisschen konkreter werden. Also es gibt natürlich schon viel und das werden wir dann nicht nochmal aufzeichnen. Also wenn Zwittler was gemacht hat, dann werden wir das nicht nochmal rezitieren. Aber wenn euch was fehlt, dann schreibt gerne die einzelnen Autoren an uns zum Beispiel oder auch den Support und wünscht euch das einfach mal. Man denkt immer, das bringt nichts, aber tatsächlich ist es so, wenn einige von euch, wenn da ein paar zusammenkommen und der Support liest jede Nachricht, wenn dann immer wieder kommt, wir wünschen uns das Halloween-Gambit oder sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das irgendwann passiert. Ihr müsst es nur anmerken. Genau. Okay. Diese Stellung, es droht einiges und die Frage von TFP geben wir zurück. Was macht Schwarz hier eigentlich? Bitte. Okay, es droht ja wieder Abzugsschach, ne? Genau. Das so heißt, wenn ich wieder so ähnlich wie vorhin einfach meine, also was heißt einfach, aber meine Dame aus dem Abzug ziehe, man darf ja auch nicht vergessen, Weiß hat jetzt ja eigentlich nur zwei Figuren im Angriff und damit ist wahrscheinlich nicht so einfach matt zu setzen. Das heißt, wenn ich jetzt so mal die konkreten Drohungen rausnehme, Dame D7, Dame E8, weiß ich nicht. Genau. Dann muss Weiß ja erstmal weiter. Ja, ist ein wichtiges Verteidigungsmittel, die Dame jetzt einfach aus dem Weg zu ziehen. Ihr habt das Motiv Dame E8 gerade schon gesehen. Hier natürlich noch interessant Dame D7 oder Dame E7. Und da wollen wir es euch ein bisschen einfach machen, einfach mal so einen Unterschied aufzeigen zwischen Dame E7 und zum Beispiel Dame D7. Hier eine mögliche Variante, C schlägt D5, jetzt auf F7 nehmen mit Schach, ja. König H7 sollte kommen, der Springer geht zurück und jetzt ganz wichtig, König H8
funktioniert nicht und König G8. Wir steigen hier nochmal rein. Achso, und wenn die Dame auf D7 stehen würde, würde das schon mal nicht gehen. Genau, wenn die Dame auf D7 steht, würde Dame F5 kommen. Wo habe ich sie hier? Deswegen hier zum Beispiel König H6. Und da muss man dann natürlich auch noch ein bisschen abschätzen, aber tatsächlich F4 gefolgt von F5, den nächsten Turm ran, E6, F6. Das ist mehr als genug Kompensation. Es gibt nicht immer die Berechnung bis zum Ende. Das muss euch auch klar sein. Genau, das hat Flinsbacher auch gesagt. Ne? Das Läuferopfer schlägt nicht unbedingt immer so ganz glatt und forciert durch, sondern häufig kann man das aber auch gut spielen, wenn man dann nach 5 Zügen abschätzt, okay, man hat hier ein bisschen Material für. Hier sind es ja schon 1-2 Bauern. Oder kann ich jetzt sehen? Ja, also man hat ja schon was und man hat ja immer noch sehr, sehr gutes Spiel und Kompensation. Da muss man dann halt die Stellung abschätzen. Genau, da muss man wichtig noch so ganz wichtige Ressorts muss man prüfen. Kommt der Läufer nach F5? Wenn der hier wäre, dann ist das eine sehr, sehr starke Verteidigungsfigur. Dann kann man noch gucken, okay, hier sowas wie E6, wenn er nimmt, würde Turm E1 kommen mit Fesselung und Figuren gewinnen. Das funktioniert alles nicht. Oder auch nehmen und F5. Und wenn man sowas ausgeschlossen hat, dann muss man irgendwann auch zum Punkt kommen und sagen, ich schätze die Stellung ein, ich habe nur 2 Bauernmaterial weniger, aber noch Angriffsmöglichkeiten vorhanden, Verteidigungsmöglichkeiten sind rar und man kann nicht alles bis zum Ende, bis zum Matt berechnen. Mhm. Das funktioniert nicht und so ist es auch manchmal nicht. So. Gute Anmerkung von TFP, König G6 wird übergeleitet in Dame D3 Schach, also in dieser Stellung, ne? Auf König G6 können wir überleiten, Dame D3 hatten wir gerade schon gesagt, ist gut für Weiß. Aber ihr seht den Unterschied, dieselbe Variante, ne? Mit dem Nehmen auf F7 würde hier jetzt dazu führen, na gut, hier müsste man theoretisch E6 spielen, aber auf Springer G5 und dann zum Beispiel sowas dann. Kommt Dame F5 und hier wäre die korrekte Einschätzung, ich hoffe sehr, wir hoffen, dass ihr darauf kommt, das ist ganz furchtbar für Weiß. Hier kann man sehr schnell verlieren, ne, weil der Angriff vorbei ist. Man hat zwar immer noch ein bisschen Material für, aber du hast schon gesagt, das wesentliche Merkmal, man hat nicht mehr diesen positionellen Vorteil durch Angriffsmöglichkeiten. Genau. Und bringen wir es zum Ende, ist es tatsächlich so, nach Dame D7, C schlägt D5, E schlägt D5, ist es so, dass das Ganze nicht so klar ist. Also nicht so klar wie die anderen Spiele. Also Turm E1 ist hier noch der beste Zug, aber da müsste man sich ein bisschen Zeit nehmen, um das Ganze wieder zu verstehen, die Drohungen anzuschauen. Lasst es euch in dem Moment gesagt sein. Wir hoffen, wir wecken euer Interesse auf diese Stellung, dass ihr euch im Nachgang noch ein bisschen damit beschäftigt. Ähnlich wie die andere Stellung, wo Turm E1 kam, manchmal ist die Drohung stärker als die Ausführung. Und hier die Drohung E6 zu spielen, den nächsten Turm mit in den Angriff zu werfen, die wiegt hier einfach sehr schwer. Deswegen ist die beste Verteidigung, wir zeigen jetzt einfach mal das Beste, wäre F6 zu spielen. Und nach dem Abtausch sollte Weiß wohl Springer E4 spielen, auf F6 rausnehmen. Im nächsten Zug die Bauernstruktur von Schwarz noch kaputt und hier könnte man wohl nach Turm E3, breite Turmverdopplung vor, sagen, Material ist ungefähr gleich verteilt. Aber man hat die E-Linie, offenen König von Schwarz, ja, Damen sind ja noch drauf. Ja, also auf jeden Fall eine gut spielbare Stellung, die eben noch nicht direkt gewonnen ist, aber wo sich das Läuferopfer trotzdem gelohnt hat aus anderen Gesichtspunkten. Genau. Also man muss ganz klar sagen, es gibt nicht immer die Berechnung bis zum Ende. Auch hier, die Variante am Ende ist ganz gut für Weiß, aber es zeigt nochmal eine andere Facette von so einem möglichen Opfer auf H7, nämlich dass dann irgendwann überleitet wird, dass die Figur wirklich auch mal langfristig geopfert wird für eine starke Angriffsinitiative. Und natürlich, die beiden machen nichts, das ist eine wichtige Anmerkung, auch der Turm im Moment noch. Und das ist auch immer ein ganz wichtiges Indiz. Die Verteidiger sind am anderen Flügel, die sind weit weg, die machen andere Dinge. Das spricht, beziehungsweise gar nichts. Ja, das spricht immer oder begünstigt so eine Opfermöglichkeit noch. Okay, also wir wollen hier mitnehmen, ist Dame D2 erstmal ein stiller Zug.
Und insbesondere danach nochmal Turm E1, einfach so als Anregung. Manchmal ist es schon ausreichend, so eine sehr, sehr starke Drohung aufzustellen und man muss nicht alles sofort ausführen. Genau, und auch für euch so als Inspiration, dass ihr, auch wenn ihr jetzt auf Läufer schlägt H7, dann danach nicht ganz konkret jetzt eine Matt-Variante seht, dass ihr es trotzdem nicht sofort ausschließt, sondern dann eben auch solche Stellungen prüft und sagt, okay, wie schätze ich das jetzt ein? Habe ich genug Kompensation, das hier auch so weiter auf Sieb zu spielen und dann eben trotzdem das auch zu spielen? Ja. Ein kleiner Abschluss noch für euch, auch hier typische Aufgabe, rechnet einmal das Läuferopfer auf H7 durch und schreibt uns einmal rein, ist das gut, ist das nicht gut, wie wird's matt, wird's nicht matt, wie sollte Schwarz am besten verteidigen? Haben wir heute aber auch schon wieder ordentliches Taktikprogramm gemacht hier. Ja, ist ja gut. Im Angriffsblock ist das erlaubt. Nö, ist auch sonst zulässig. Aber. Immer wieder zwischendurch. Aber ihr wisst ja, unsere Definition von positionellem Spiel ist ja bestmögliche Wirkungsweise der eigenen Figuren unter Beschränkung der gegnerischen. Und irgendwann, wir hatten das in der Vorteilsverwertung, muss man so einen positionellen Vorteil, wenn man gewinnen will, natürlich irgendwie ummünzen. Und häufig passiert das Ganze mit Materialgewinn. Denn klar, wenn alle meine Figuren super aktiv sind, dann wird sich das durchsetzen. Dann kann der Gegner dem Druck nicht mehr standhalten. Ja, und zerberstet. Ja, oder es entlädt sich eben hier in solchen taktischen... Genau. Ja. Scharmützeln. Und auch aus Verteidigersicht, die Anmerkung von LMW gerade noch, so Dame D7 ist schwer zu sehen, dass so ein Zug auf Dame D2 vielleicht kommt. Ja, Dame D7, geben wir dir völlig recht. Deswegen nutzt das Ganze hier nicht nur, um euch ans Brett zu setzen und zu sagen, ich klopp auf H7, ich klopp auf H7, sondern auch aus Verteidigersicht zu gucken, ne? Was sind typische Verteidigungsressourcen, die man auf dem Schirm haben sollte. Und es fällt leichter, sowas zu finden, wenn man es schon gesehen hat. Man kann ja auch dem Gegner eine Falle stellen. Manchmal sieht es ja auch nur so aus, als ob Läufer schlägt H7 geht. Aber wenn man die ganzen Verteidigungsressourcen auch kennt, dann weiß man ja auch, wann man das zulassen kann. Mhm. So, wir haben eine Wortmeldung von Torjäger. In der sagt, Läufer schlägt H7, König H7, Springer G5. Also Arimins Variante erscheint mir etwas lang, aber... Gucken wir mal, vielleicht ist dreimal Zugwiederholung drin. Ja. Okay, wir wollen mit euch übereinstimmen, dass das Ganze nicht funktioniert. Wir haben hier wieder wie hat er weitergemacht? So, das ganz typische Mattmotiv. Zack. Ja, wieder mit. Zack. Zack, zack, zack. Ne, wie sagt er jetzt? Geht's weiter? Also, jetzt könnte man ja auch auf E6 schlagen. Oh. Na, das ist aber nicht ganz so einfach, ne? Nee, aber wir nehmen einfach stattdessen auf E6, oder? Und gut ist. Ja, oder entweder das, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, Springer schlägt E6. Nein, oder, nicht hier. Achso, hier. Aber auch hier geht das. Aber um nochmal euch das andere Motiv näher zu bringen, wir haben natürlich auch hier wieder diese Möglichkeit mit dem Doppelschach, Springer H7 und dann Läufer G5. Aber auch das, also mir gefällt das fast am besten hier mit Springer schlägt E6. Oder auch eins danach, ist auch im Prinzip egal. Also wir sind uns einig, König E8 funktioniert nicht. Da nur einmal kurz durchrechnen, aber alle Indizien sind gegeben. Also zählen wir nur 1 und 1 zusammen. König G6 funktioniert ja auch nicht. Gucken wir, wo sind die Unterschiede. Zu gerade ist drohen die gleichen Sachen und F5 funktioniert auch hier nicht. Weil wir nehmen und großes Problem wieder für Schwarz, der E6 hängt. Ist nicht gedeckt, dann geht das meistens schief. So, König H6. Können wir eigentlich auch schnell. Funktioniert auch nicht. Okay, dann wollen wir jetzt einmal zurück in die Grundstellung gehen und die ganz klare Frage an euch. Ihr würdet also auf H7 nehmen. Oh, aber Torjäger hat noch einen Einwand. So, und das ist auch eigentlich die letzte Message des heutigen Tages. Es gibt noch eine kleine Ressource, die man immer berechnen sollte nach Läufer schlägt H7. Und die ist König H8.
meistens, in den allermeisten Stellungen, ist das irrelevant, denn man hat vorher nichts geopfert, man geht zurück und hat eine Figur mehr. Nee, einen Bauern. Man hat einen Bauern mehr, ja. Eine Figur mehr im Vergleich zu dem, wenn der Gegner es rausgenommen hätte. Ja. Wir haben hier aber ein gewaltiges Problem. Und zwar, der Läufer kann nicht zurückziehen, alle Rückzugsfelder sind blockiert. Das für sich genommen geht noch. Das Problem ist aber, wir können unseren Angriff nicht verstärken, weil immer ein Damentausch kommt. Also wenn jetzt Dame E2 in Vorbereitung kommt, sagt, okay, dann auf König H7 könnte ich jetzt Springer G5 machen, dann wird immer F3 rausgenommen und uns fehlt, ganz wichtig, wir haben unsere Punkte, wir müssen Springer G5 machen können, um matt zu setzen. Das können wir danach nicht mehr. Also bleibt einem hier schon nichts anderes übrig, als den Läufer zu decken und jetzt kann Schwarz die Damen tauschen. Danach ist kein Matt mehr möglich und jetzt ist plötzlich der Läufer da. Genau, und ganz ehrlich, würdet ihr hier da rausnehmen? Naja, wenn ihr das tun würdet, dann wüsstet ihr ganz genau, dass sowas mit G6 ganz schnell eingefangen wird. Und Fazit, hier geht es nicht. Also das sollte man auf jeden Fall immer prüfen, ob König H8 auch ein adäquates Mittel ist, mit diesem Opfer umzugehen. Das Opfer einfach auszuschlagen und hier ganz konkret durch den drohenden Tausch, man kann den Tausch nicht vollständig verhindern, hat man ein Problem. Achimin hat so auf die Frage erst ja und dann wie bei einer Autokorrektur so nochmal Sternchen nein. Genau, die richtige Antwort wäre hier wahrscheinlich nicht auf H7 nehmen. Es gibt noch Stellungen, wo das noch desaströser wäre. Ich meine, hier wird man nicht so viel Material verlieren. Es kommt aber irgendwann trotzdem. König G7, Turm H8. Das ist doof, aber man muss die Stellung zumindest noch nicht verlieren, ja? Nö, aber unser Anspruch ist ja nicht, die Stellung nicht zu. Naja. Wir haben andere Ansprüche. Genau. Also bester Zug wäre hier wahrscheinlich noch Läufer E2 oder so gewesen. Danach ist die Stellung auch nur ausgeglichen, müssen wir ganz klar sagen. Hier hat Weiß keinen großen Vorteil. Nur wichtig zu sehen ist, dass Läufer schlägt H7, dass tatsächlich manchmal König H8 noch eine Verteidigungsressource ist, die wir auf dem Schirm haben sollten. Viel so. Taktik. Genau. Für einen 1. Januar, wo viele von euch bestimmt gestern bis Mitternacht oder länger auf waren. Das soll dann auch genügen für heute, als ja. Start ins neue Jahr. Wir schauen uns nochmal abschließend das Fazit an. Da war es nicht, das war einfach nur schwarz. Hier ist das Fazit. Genau. Ihr seht Überschneidungen mit letztem Mal. Ne? Es ist natürlich auch sehr, sehr ähnlich. Aber heute der Fokus mehr auf die König G6, König H6 Verteidigung und natürlich auch König H8. Das am Schluss nochmal als letzter Check. Ja, was muss vorliegen? Im Prinzip deckt es sich mit den gleichen Sachen wie vom letzten Mal. Man muss auf im angreifenden Lager darauf achten, dass so ein Bauer auf H4 nicht unbedingt immer gut ist. Ja, also gerade in der Verteidigung mit König H6 fühlt der König sich auf H6 schon wohler, wenn der Schwenk auf die H-Linie nicht möglich ist. Also da kann auch ein Hindernis sein, der Bauer auf H4. Kann aber auch gut sein. Okay, im verteidigenden Lager achtet darauf, wichtiger Blickpunkt mit König G6, kann die Dame von G4 effektiv vertrieben werden und auch dann, wenn sie nach G3 zurückfällt, nach einem Angriff auf G4, wenn sie dann nochmal effektiv angegriffen werden kann, dann ist König G6 vermutlich eine adäquate Verteidigung. Ansonsten nehmt das mit, was ihr so an Motiven gesammelt habt heute. Wir hoffen natürlich, dass ihr das möglichst bald in der Praxis anwenden könnt. Und ja. Ja, nächste Woche geht's weiter. Da schauen wir uns ein weiteres Angriffsmotiv an. Und zwar werden wir uns mit dem Angriff auf der H-Linie beschäftigen. Da wieder ein paar Beispiele anschauen, was da so typische Angriffsführungen sind. Was wieder dafür spricht, dass ein Angriff da durchschlägt. Wie man sowas führt. Und natürlich auch, wie heute, das ganze deckungsgleich gilt natürlich auch Läufer auf H7 wie auf H2 auch für nächstes Mal. Ne? Gut, die H-Linie ist. Achso, dann A-Linie auch, ja. Die H-Linie. Achso, ja, nee, eher die H-Linie auch, aber aus Schwarz. Ja. Wir gucken uns die Sachen aus Weiß nicht an, aber ja. Die Leute. Ich glaube, das müssen wir gar nicht sagen. Ja, also
dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Abend, einen guten Start in die Woche. Ins neue Jahr, ja, in die Arbeitswoche morgen. Für die, die schon ran müssen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, gleicher Tag, gleiche Zeit. Und zwischendurch gerne beim Bantern. Genau, bis dann. Tschüss. Mach's gut, ciao.